Der, die das, Kripus Paranormal Scanner. Das ist so ein Wahrheitsfinder. Ich weiß nicht, pass auf. Das Ding ist, er ist so wie ich. Ich mache aber keine Videos. Okay? Also ich mache Videos, aber nicht über sowas. Er ist nämlich auch der Meinung, es ist alles Schwachsinn und Blödsinn, was da so gibt. Und er hat scheinbar ein Video über Ungi gemacht. Das finde ich ja super interessant, ne? Über Ungis, Unwahrheiten, perfekt. Das passt mir sowas von ins Thema, wirklich. Weil auch ich hatte schon öfters bei Ungi ein bisschen, ich mag den immer noch, ist alles gut. Ich fühle mich entertained, das ist so das Wichtigste. Aber wenn und falls Ungi uns ganz doll anlügt, wäre das natürlich doof. Deswegen können wir uns das Video jetzt geben. Also rein in dieses Projekt. Hallo und herzlich willkommen zu den paranormalen Quickies Nr. 14. Ja. Wie immer hier der Hinweis, liebe Kiporanten, es geht aber nicht um Sex mit Geistern, sondern um paranormale Videos, die schnell entlarvt werden, obwohl es bestimmt noch mehr zu den Videos zu sagen gäbe. Mhm. Da ich zurzeit zeitlich etwas eingeschränkt bin, heute wirklich nur ganz kurze... Kurz, weißt du, 20 Minuten, kurz. Und eine Klarstellung über einen Vorfall mit Unwahrheiten, die Ungi verbreitet. Und leichte Kost. Und das ist halt mal eine Ansage, ne? Ja, bis auf das Ende des Videos vielleicht. Das Video kenne ich. Da bin ich jetzt mal gespannt. In diesem ersten Video geht es darum, dass jemand in seinem Auto sitzt, auf seine Rückfahrkamera guckt und die Person, die hinter dem Auto hergeht, nicht zu sehen ist, wie man hier sieht. Gut. Ich weiß nicht, was er sagen wird, aber ich sage euch, das kann man sowas von unendlich einfach manipulieren. Deswegen hatte das für mich absolut keinen Wert, genannt zu werden, weil, wenn man genau hinguckt, auch andere Autos da sind, als wenn die nach hinten rausfilmen. Ich habe das Video aber leider schon gesehen. Also nicht das, sondern das Originalvideo, was wir jetzt gerade sehen. Also, ihr versteht. Und da kommt natürlich sofort die Vermutung auf, dass es sich... Der Truck hier zum Beispiel fehlt. Ihr müsst halt genau hingucken, dann seht ihr das. Der Mann ist weg und der Truck. Was ich, um einen Geist handelt, um einen Geist mit Hund und um einen Geist mit Hundeleine oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist das natürlich etwas ganz Mysteriöses. Liebe Frau, du filmst das da gerade. Ich würde dir erstmal so einen Videokurs empfehlen. Diese Wackelei ist ja echt unerträglich. Und ich weiß nicht, warst du noch nie in einer Videokonferenz, wenn das Video auf einmal stehen bleibt? Es wird nicht schwarz, wenn keine Bilder übertragen werden. Es bleibt einfach nur stehen. So etwas könnte hier auch passiert sein. Oder aber das Bild vorne stimmt mit dem hinten gar nicht überein. Das kann ich bei diesem Gewackel nämlich gar nicht sehen. Jetzt wird hier gezeigt, dass die vordere Kamera funktioniert. Und gleich wird wieder zurückgeschaltet auf die hintere Kamera, die dann nicht funktioniert. Da steht wieder jemand und tanzt und ist nicht zu sehen. Ich sehe da sowieso kaum was. Doch, da ist er jetzt zu sehen. Da sieht man diese weiße Gestalt. Aber vorher, der Mann mit dem Hund war nicht zu sehen. Wie gesagt, nichts Außergewöhnliches, ein technischer Defekt. Ich kenne das auch. Ich habe auch schon an mehreren Videokonferenzen teilgenommen. Ab und zu bleibt die Kamera einfach stehen, beziehungsweise das Bild hängt. Oder ich habe auch in meinem Auto eine Funkkamera hinten am Nummernschild angebracht. Auch die bleibt ab und zu hängen. Da muss ich mich aber schon mal korrigieren. Also eine Funkkamera ist so eine fest installierte ganz sicher nicht. Dieses Auto verfügt über eine 360-Grad-Optik. Das bedeutet, dass man vorne, seitlich und hinten Kameras hat. Und normalerweise gibt es dann auch den Modus, wo man so GTA-Style-mäßig von oben vorne auf das Fahrzeug drauf gucken kann. Und sieht, was außen rum ist. Mensch, 360-Grad-Kamera ist eine super geile Sache zum Einparken. Dann wird das Bild nicht übertragen, das letzte Bild bleibt stehen. Das ist dann ganz toll, wenn man rückwärts irgendwo einparkt und das Bild nicht aktuell das zeigt, was man... Also halte ich für absolut ausgeschlossen, dass solche Bilder einfach einfrieren. Das ist mir noch nie passiert. Also wirklich noch nie. Im Fahrzeug habe ich das noch nie gehabt. Nee. Die Kameras können hängen bleiben, wenn die Kameras über den Campus sind. Der CAN-Bus, den hast du so und so in solchen Fahrzeugen. Ja? Und es läuft über den CAN-Bus. Es geht ja nicht anders. Da ist nicht extra Kabel. Es läuft alles über den CAN-Bus. Danke für den Login, wer auch immer es war. Man sieht leider den Namen nicht. Dankeschön, vielen Dank. Es läuft, egal was, es läuft über den CAN-Bus. Ja?
heutige Fahrzeuge haben nur noch diesen einen, also diesen einen Strang. Und da hängen 15 Steuergeräte dran. Ich kenne mich mit modernen Fahrzeugen nicht mehr aus. Sieht bzw. Also, frag mich über ein Kadett, aber da das war so, wo man ist, dann macht das schon mal Verabend. Leicht rums. Also ja. Ich würde mich also das ist mir noch nie passiert. Nicht auf diese Rückfahrkameras verpassen, wenn sich da nichts mehr bewegt. Also nichts Außergewöhnliches, ganz. Ja, genau, ältere, richtig, aber nicht mehr heute. Keine Ahnung von Namentechnik, weder von Filmtechnik noch von. Ja, das ist ein Geisterhund, ein Geistermann und ein Geister-Pickup. Das ist doch vollkommen klar. Technik und kein Geist. Mir schon zwei, dreimal. Das ist mir noch nie passiert. Fake. Also das halte ich aber auch für ein Fake. Also auch wenn er jetzt einen anderen Schluss zieht als ich, der Weg für ihn ist ein anderer. Er sagt ein technischer Defekt, ich sag, es ist manipuliert. Wurscht, wir beide sind uns einig, Fake. In dem zweiten Video wird mal wieder ein UFO gesichtet. Ja, natürlich. Welches von zwei Düsenjets verfolgt wird. Ja, und mit der... Kurz gesehen. Schatz, schnell, hol die schlechteste Kamera, die wir noch im Haus haben. Ich hätte dann noch eine alte Webcam mit 1,3 Megapixel. Perfekt, mal nochmal 20 Meter Verlängerungskabel dran. Sehen. Jetzt kommt hier wildes Rumgerenne. Man verfolgt das UFO nochmal und sieht es dann natürlich nochmal, so wie hier ganz schön zu sehen. Und ich halte das Bild mal an. Das ist auch ganz eindeutig ein Fake. Woran kann man das erkennen? Erstmal sind die Triebwerke nicht an von den Jets. Zweitens würde ich von der Bewegung her sagen, dass das nicht echt ist. Also die Bewegung, für mich war das jetzt die Bewegung. Also die Bewegung der Jets, wenn ich mir das so angucke, wie die sich bewegt haben, allein in der Sekunde. Nochmal, so wie hier ganz schön zu sehen. Und ich halte das Bild mal an. Oder du kannst mit Leertaste anhalten. Das ist auch ganz eindeutig ein Fake. Woran kann man das erkennen? Erstmal, die Objekte bewegen sich überhaupt gar nicht zueinander. Alle eine wunderschöne Vignette drumherum. Und ganz interessant, ja, das siehst du schon, die Schatten. Baum frisst Flugzeug. Oder sollen das auch UFO sein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier, die Spitze von dem Flugzeug verschwindet nicht hinter dem Baum, sondern schon weit vorher. Da ist jetzt wieder da und dann sieht man hier diese Vignette an diesem Baum. Ja, man sieht das reingepixelt, ne? Du siehst das schon so ein bisschen. Baum frisst das Flugzeug vorher auf. Ja, das halte ich alles für Schwachsinn. Das sind die ganzen UFO-Dinger da. Sieht es auch nicht anders aus. Es gibt echte UFO-Videos? Gibt es? Hat das US die Luftwaffe freigegeben? Und hier auch wieder Vignette frisst UFO. Beziehungsweise ja, Flugzeug. Komm. Keine Ahnung, was das sein soll. Scheiß drauf. Weg mit dem Schmutz. Schauen wir uns das vorher nochmal an. Da ist es ja auch schon mal an einem Baum vorbeigeflogen. Hier sieht man auch sehr schön. Kein Handy heutzutage. Keins. Wirklich auch noch nicht mal eins, das 5 Jahre alt ist. Nimmt so schlecht auf. Wirklich. Dass die sich zueinander gar nicht bewegen. Also einfach nur eine Schablone. Ich weiß gar nicht, was seine Maus hört. Schauen wir mal, wie es hier jetzt hinter der Ecke verschwindet. Ja. Ja, das ist schon besser als vorher. Nee. Genau hier kackt es richtig rein. Wenn du hier mal hinguckst, hat er es echt schlecht rausgekiet. Achtung, achtet genau hier hin. Da. Ja, das ist schon. Zack, da, seht ihr das? Ja, ist halt fummelige Arbeit, ne? Hat er keinen Bock drauf besser gehabt. Besser als vorher bei den Bäumen. Aber so richtig toll ist das auch nicht. Insbesondere, wenn das Flugzeug hier noch über die Ecke zu sehen ist. Ja. Also ganz klar, ein ganz einfach. Ja, das UFO auch gerade. Blödsinn, ne? Ja, aber das Ding ist, selbst für, das ist kein Digitalzoom, es ist einfach scheiße, verstehst du? Das ist einfach kacke. Mal ein bisschen vor, um das nochmal zu zeigen. Ich weiß auch gar nicht, was das für Flugzeuge sein. Ich habe das Gefühl, dass der live macht. Also ich glaube, der lässt das Video wirklich laufen, redet live dazu. Man sollte ihm mal erklären, was ein Voice-Over ist. Und damit würde er sich viel einfacher tun. Soll mit solchen Spitzen vorne an der Nase. Hier sieht man es, da verschwindet die Spitze von dem ersten Flugzeug. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht fake ist. Alles gut, da, Olo. Alles gut, alles gut. Du hast schon absolut recht. Ich glaube aber, dass es da nicht an der digital so liegt. Wie die Perspektive sein soll, dass man. Ich würde es gerne skippen, weil ich das super langweilig finde. Ein bisschen laufen. Ja, ich finde das super scheiße und langweilig so. Freunde, ist ein Fake. Unbekannte Flugobjekte fliegen Richtung Berlin-Tempelhof. Am 21.12.2020. Ganz ehrlich, nein. Also selbst wenn du ein 8 Jahre altes Handy hast, nimmt das bessere Bilder auf als das. Also Blödsinn. Ja, das kennen wir, glaube ich. Hier noch eine sehr seltsame Gestalt. Angeblich so. Ja, kenne ich. Die Gestalt wohnt unter ihr angeblich und irgendwann ist sie angeblich durch die Decke gebrochen.
Super bekloppt. Die im Keller eines Hauses hocken. Super bekloppt. Und durch Überwachungskameras gefilmt worden sein. Und später sieht man dann... Ja, weil sie angeblich Geräusche gehört haben, haben die dann angeblich dort Überwachungskameras hin und... Wie echt das Ganze ist oder eben nicht. Da sieht man das schlafende Mädchen und später ist dann ganz klar zu erkennen, was das ist. Ich weiß auch nicht, was ist das, Leute? Das ist ein Mann mit einer Glatze in einer Unterhose, den ich da rumkriechen sehe und der da irgendwie gegen die Ecken hämmert. Ich spule mal ein bisschen vor. Ja, Punkte, komm mal, ich vergesse es immer wieder. Außer, dass er da immer wieder gegen die Ecken hämmert, bis er dann irgendwann mal gegen die Decke hämmert. Ja, eine ganz neue Idee. Ja, ist auch schon älter so, und immer noch Bullshit. Passiert gleich etwas. Der bricht jetzt durch. Also sorry, dass ich auch das skippe. Es tut mir leid. Übrigens, man sieht das schon die ganze Zeit, dass es hier präpariert ist. Wenn man genau hinguckt, siehst du das. Super langweiliges Video. Sehr, sehr schnell als Fake zu entlarven. Der bricht dann durch und ach, keine Ahnung. Und sie erschreckt sich und hast du nicht gesehen. Also super, super, super blöd und langweilig. Das meine ich damit, dass die alles immer als echt verkaufen. Und diese Drecksviecher, ne? Diese bizarren Kreaturen, wo man einfach so sieht, ja, okay, das ist einfach von einem guten Tierpräparator. Dann ist mal wieder ein seltsames, oder wie hier steht, eine bizarre Kreatur 2010 steht da unten. Entdeckt worden. Das Bild sieht wirklich etwas sonderbar aus. Mhm. Dem muss ich schon zustimmen. Das kursierte auch in den Netzen, auch auf YouTube, und es wurde wieder viel gerätselt, was für ein Alienwesen oder unbekanntes Wesen oder was auch immer. Alleine die Haut sagt mir, dass es nicht überlebensfähig wäre. Die Augen deuten darauf hin, dass es blind wäre. Das Fell sieht sehr künstlich aus. Die Zähne sehen nicht so aus, als ob es wirklich damit was reißen könnte, beziehungsweise kauen. Auch immer es sein sollte. Und die Ohren, was willst du mit solchen Ohren? Hinterher herauskam, dass es aus dem Wasser gezogen worden ist. Mhm. Das heißt, wenn Tiere mit Fell länger im Wasser liegen, löst sich das Fell von der Haut. Das hatten wir schon öfters hier. Und dann sehen solche Tiere... Ah, deswegen dieses Blinde hier. Deswegen das Blinde. Bekannte Tiere. Weil hier fehlen auch die die Schnurrhaare, ne? Wenn du genau hinguckst, hier sind ja die Löcher, wo eigentlich diese Härchen drin sein müssen. Natürlich dann etwas seltsam aus. Und auch hier wurde schon vermutet, dass es sich um einen Otter handelt. Denn hier sieht man mal den Rest des Tieres. Hier vorne ist das Gesicht. Und da sieht es einem Otter doch wirklich extrem ähnlich. Und wenn man jetzt mal im Internet einfach mal nach Otter sucht, wie sieht denn so ein Otter aus? Ja, die sind schon putzig, ne? Und dann sehen wir hier, ja. Echt putzig. Kein Zweifel. Das war ein Otter. Kein sonstiges seltsames Wesen. Sondern wenn man sich diese Bilder anguckt, das ist eindeutig ein toter Otter, der schon ein bisschen verwest ist. Ripp. Im Wasser lag. Otter. Und dadurch im Gesicht sein Fell verloren hat. Also wieder leider kein Alien, sondern nur ein toter Otter. Ja, dann habe ich übrigens keine Ahnung von Zähnen. Schade. Wenn das ein Otter war. Der YouTuber Ungi hatte ein... Jetzt wird's interessant. Ich bin wirklich gespannt. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mir gerade denke. Ehrlich jetzt. Weil das ist ein bisschen nicht, weil ich beefgeil bin, sondern ich gucke Ungi echt schon länger. Und ich gucke wirklich jedes seiner Videos. Jedes. Ich will nicht behaupten, irgendwie, dass ich ihn gut, schlecht oder mittel finde. Weil ich finde einfach so, er macht gute Videos. Weil ich fühle mich entertained. Aber vielleicht gehe ich ja auch einfach mit einem anderen Ding ran. Also ich gehe ja mit dem Wissen dran, okay, das ist eh alles gefakte Scheiße. Und Ungi hat auch mal aufgeklärt, welcher YouTuber lügt. Und da haben wir mir Sympathiepunkte gesammelt. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Sehr. Wir lesen erstmal, was da steht. Ungi, warum löscht du Kommentare? Nico hatte kommentiert und er wollte dein erstes Puppenvideo analysieren. Das muss ich auch sagen, seine Puppenvideos, Ungi, finde ich auch komisch, ne? Ich habe nichts gelöscht. Ich habe den Kommentar von mir nicht mal gesehen. Das Video hat fast 1000 Kommentare, da brauche ich etwas Zeit, bla, okay. Dürft ihr es analysieren? Ich denke, ist schon groß genug, um mir selbst zu schreiben, oder? Davon mal ab, ist besser, mir gerade sowas mit einer Mail zu schreiben, okay? Er meinte, er hat hier 4 bis 5 Mal kommentiert und die Kommentare sind gelöscht. Guck bei seinem letzten Video, Kommentare erwähnt wurden.
Kein Plan, YouTube hat einige Kommentare gelöscht. Weiß nur nicht warum. Soll er mir halt woanders schreiben. Okay, das stimmt schon mal nicht. YouTube löscht keine Kommentare, das ist absoluter Blödsinn. YouTube packt nämlich Kommentare, die unangemessen sind, je nachdem, was du in deinen Filter eingestellt hast, in den Spam-Ordner und dann werden sie nach 30 Tagen gelöscht. Also wenn ich nie meinen Spam-Ordner gucke, dann werden sie gelöscht. Ja, das ist richtig, aber ansonsten ist es nicht richtig. Wenn ich als YouTuber meine Kommentare regelmäßig durchgucke, dann passiert das auch nicht. Das böse YouTube löscht Kommentare, die zuvor vorhanden waren und sogar kommentiert wurden. Also dann zweifle ich das auch an. Eine E-Mail wäre natürlich viel besser gewesen, als es hier öffentlich zu schreiben, sodass es für jeden sichtbar ist. Außer für Ungi. Der hat die Kommentare ja nicht gesehen. Ach, Ungi. Schau mal in die Liste. Ausgeblendete Nutzer. Warum stehe ich da? War das auch YouTube? Das ist ein harter Front. Dieser Front ist sehr hart. Also wenn das wirklich stimmt, dass Ungi ihn blockiert hat, neues schwierig. Video mit seiner angeblichen dämonischen Puppe hochgeladen. Ja, wie gesagt, das wollte ich mit euch eigentlich auch zusammen gucken. Aber ich habe es dann leider selber geguckt. Tut mir leid. Und auch da muss ich sagen, nee, Bruder. Nee. Braucht ihr euch nicht angucken. Ihr seht nichts. Ihr hört nur Klopfgeräusche, die man irgendwie faken kann, wenn man wollte. Und Ungi sagt natürlich, das ist alles echt und jeder könnte bei ihm vorbeikommen und das Video analysieren. Ja, ich würde auch gern bei ihm vorbeikommen, beim Ungi. Ich würde einfach hingehen. Ach, die Oma wieder. Ich gehe jede Wette ein, jede Wette, dass ich das, was in Ungis Video mit seinem dämonischen Geisterpuppending passiert, dass ich das zu 100% nachstellen kann. Ohne Hilfsmittel. Da bin ich. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich genau weiß, wo das Geräusch herkommt. Deswegen, also, ich war auch kurz am Überlegen, ob ich ihn schreibe. So nach dem Motto: Jo, Ungi, ich komm. Du hast gesagt, jeder kann kommen. Ich komm, Bruder. Oder bei ihm zu Hause nachgucken. Ich wollte dann ganz gerne sein anderes Video analysieren, nämlich das erste von seiner Puppe, welches online ist. Ich hatte mehrere Kommentare zu Ungi geschrieben. Die hat er dummerweise alle nicht gesehen. Ganz seltsam. Natürlich, komisch. Und hat auch nicht drauf geantwortet. Ja, ganz komisch. Und auf einmal waren diese Kommentare alle gelöscht. Ungi war das natürlich nicht. Nein, er schreibt hier, ich habe nichts gelöscht. Ich habe einen Kommentar von Kipus nichtmals gesehen. Kipus und wird so das ausgemacht. Kipus, okay. Kipus. Alter. Das Video hat fast 1000 Kommentare, da brauche ich etwas Zeit, um alles zu sichten. Was mit seinem Kommentar ist, keine Ahnung. Dann kommt hier so eine Frage von anderen YouTuber. Dürft ihr es gibt mal kurz, schreiben? Weil wir haben das ja jetzt quasi schon vorgelesen. Ich habe in Videos mal ganz öffentlich Frage 4 bis 5 Jahre gelöscht. Das war jetzt aber auch schon nach einer anderen Diskussion. Ich habe es also gewagt anzuzweifeln, dass YouTube die Kommentare gelöscht hat, sondern dass er selber sie vielleicht gelöscht hat. Mhm. Und da hat er dann natürlich sich aufgeregt und hat dann einen Grund gefunden, dass ich seine Videos jetzt natürlich nicht mehr analysieren darf. Das ist doch ganz klar. Mhm. Ich hatte nämlich hier geschrieben, ich habe Strikes, Copyright Strikes und Content ID, das ist halt so eine Sache, da hast du halt verloren, ne? Also wenn du an einen falschen YouTuber gerätst, man muss halt mal überlegen, ich habe ja mehrere Channel. Einmal aus Vlog mit 100.000 Abonnenten, dann habe ich noch irgendwas mit ein paar 20.000 Abonnenten mit Exilos. Dann habe ich noch meinen Twitch. Und I don't know. Also, dann habe ich noch 2-3 Leute an der Hand, will ich nicht sagen, aber ich habe so 2-3 Leute, die kann man auf sowas aufmerksam machen. Also, wenn er das gefaked hat, dann soll er es einfach zugeben und sagen: Jo, Junge, das ist für mich ist das einfach nur unter Entertainment, dann gibt das wenigstens zu und sagt, yo, ich hab's gefaked, weil Entertainment fertig. Und dann ist gut. Aber wenn man sich versucht zu wehren, indem man strikt oder sperrt oder so, das ist nie der richtige Weg. Nie. Und es geht immer nach hinten los. Immer. Es geht immer nach hinten los. Also du wirst auf kurz oder lang wird dir das Genick brechen. Ich habe eine App, die mir alle Kommentare anzeigt. Diesen hast du ja auch gefunden. Ja, komisch. Andere Kommentare von mir. Also warte mal, warum wohl ein Schelm, wer Böses denkt? Okay, da fehlt uns der Vorlaut. Warum deine Kommentare weg sind, weiß ich nicht. Ich habe deine Kommentare nicht einmal gesehen. Du hättest mich locker über E-Mail, Facebook, Instagram kontaktieren können. Nichts Merkwürdiges, ein Schelm, wer Böses denkt, XD, XD, XD. Merkst du was? Also hör auf, einen kleinen, unschuldigen Kürbis zu machen.
Ehrlich, da kommt bei mir der Puls. Was du abziehst, ist einfach nur erbärmliche Bitch-Moves. Boah, Ungi. Ich wollte dir echt neutral gegenüberstehen, aber was ist denn die Shit hier? Kannst du mich mal kreuzweise. Also Ungi hat sich da jetzt auch ganz, ganz weit ins Ausgeschossen. Also ja, ich habe auch mal mit Ungi geschrieben über Insta. Er hat geantwortet, das muss man dazu sagen. Trotz alledem, er hätte, also Situation, Ausgang, an der Stelle, hätte er hier an der Stelle schreiben können, okay, I don't know, irgendwie alles schief gegangen, sorry about that, bro, ich kann nicht jeden Kommentar lesen, ist untergegangen, Real Talk, melde dich doch einfach bei mir, dann talken wir, so, Punkt. Das wäre einfach Punkt gewesen. Und dann hätte er der Kripus nichts mehr sagen können. Dann wäre es vorbei gewesen. So, Kripus, okay, cool. Wir schreiben weiter, ne? So, aber er gibt ihn ja jetzt hier übelst Futter. Also erstmal das XD, XD, XD ist schon relativ Kid-Move, ne? Wenn du zitierst, mach's bitte richtig. Also mein ich, weißt du, ich bin scheiße in Rechtschreibung, weißt du? Egal, merkst du mal, dass wir aufnehmen, den kleinen Unschuld Kripus zu machen. Ehrlich, da kommt mir der Puls, was du abziehst, aber wir haben nicht einen Bitch-Moves. Böse. Böse ins Auskatapultiert, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich nicht korrekt. Wo ich. Achso, er liest es vor. Was anderes geschrieben habe, die hat er schon gefunden. Sogar unter anderen Videos. Yukari, gute Nacht, ne? Nur unter seinem Video meine freundliche Frage, ob ich sein erstes Video mit der Puppe analysieren darf, den hat er nicht gefunden. Also, diesen hast du ja auch gefunden. So ein Glück, so ein Glück, dass du alle meine 5 Kommentare nicht gesehen hast und dass sie plötzlich alle verschwunden waren. Natürlich war das ein Fehler von YouTube. So ein Glück. Auf einen Kommentar eines anderen YouTubers, der ebenfalls fragte, warum meine Kommentare gelöscht sind, konntest du auch noch antworten. Auf die darauffolgende Frage, ob ich deine Videos analysieren darf, hast du nicht geantwortet. Doch, hat er später, habe ich dann auch gesehen, aber es war keine Antwort, sondern nur, dass ich ihm eine Mail schreiben soll, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht, wenn ich ihn ja schon 5-mal in den Kommentaren frage. Ja, er hätte jetzt einfach sagen können, klar kann er das analysieren, juckt. Wo ich geschrieben habe, ein Schelm, wer Böses denkt, zu den Hinweisen. Ach so, er hat nicht, jetzt sehe ich es. Okay, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Diese XDs, also er hat dieses Smiley als XD zitiert. Alles klar, den nehme ich zurück. Ich habe Ungi freundlich gefragt, ob ich seine Videos analysieren darf und um eine schriftliche Erlaubnis gebeten. Ja, mein lieber Freund Ungi, ich hätte gerne eine schriftliche. Ich finde es cool, dass er seinen eigenen Kommentar liked, ne? Seht ihr das? Er liked seine eigenen Comments. Okay. Kannst ja noch verstehen, dass er jetzt so irgendwie warum wohl noch liked, ne? Weil ist ja einer, der fürspricht. Auch seine eigenen Kommentare liken und ihn disliken. So, okay, never mind. Meine Kommentare waren verschwunden. Okay, dann der Kindergartenkrieg. Warum deine Kommentare sich. Können wir den jetzt irgendwie überspringen, weil. Ich dachte, da kommt jetzt noch was Krasses. Von YouTube gelöscht werden. Sorry, aber das ist das Thema so. Wir wissen doch schon, was abgeht. Müssen wir jetzt nicht alles hören. Wenn ich eingeloggt bin, ja, sind meine Kommentare alle vorhanden. Ja, das ist normal. Also, wenn ich dich ausblende, du schreibst bei mir. Siehst du deine eigenen Kommentare immer noch? Das ist normal. Aber alle anderen sehen die nicht mehr. Siehst. Ja, das beweist er jetzt safe, oder? Er zeigt das jetzt einfach. Ja, gut. Der heftigste Beweis für Geister, muss ich auch ganz ehrlich sagen, fand ich. Also Ungi lässt für mich, also ich meine, er macht seine Klicks. Man sagt, es gibt eine Formel. Man sagt immer, der Erfolg gibt ihm recht. Das ist so ganz einfach, ne? So, ich kann jetzt nichts dagegen sagen, weil er halt seine Klicks macht und seine Likes und seine Kommentare, ne? Aber der heftigste Beweis für Geister, den du je gesehen hast, meine besessene Puppe, Teil 2, furchtbar, ganz schlimm. Also für mich entfernt sich Ungi durch solche Aktionen von einem guten YouTuber. Mythenmetzger, Lieblings-YouTuber wird sich nicht ändern. Ja, und Ungi entfernt sich von Mythenmetzger-Niveau immer weiter zur Zeit. Und das finde ich sehr schade, weil ich glaube und ich dachte, Ungi hätte theoretisch faktisch das Potenzial zu einem jüngeren Mythenmetzger, was ich sehr erfrischend gefunden hätte. Ich liebe Mythenmetzger, ich gucke alle seine Videos. Selbst bei Themen, die mich nicht ganz so jucken, gucke ich sie irgendwann mal. Ne? Ja, wollte gerade Sprachen aus überspringen. Ja, also das
Jetzt ist es weg. Gut, das werden wir jetzt gleich sehen. Kommentar man sieht das einfach von mir und jetzt vorhanden. Ist es weg, ja. Das heißt, nicht YouTube oder sonst jemand ja, in deine Liste ausgeblendete User nicht. Ist nicht man sie das haben wir schon verstanden. Müssen wir ein bisschen. Da sage ich, dass auch ich das bin. Eine schöne Woche und ah, tschüss, wirklich, bis zum nächsten Mal. Oh, sorry about that. Oh, ich habe gedacht, wir machen jetzt irgendwie so irgendwie wird zerstört. Gut. Habe ich gedacht, ne? Ich habe gedacht, so Uni wird jetzt gebumst. Schade. Hat der Uni hier kommentiert? Ich guck mal schnell, wenn ihr kommentieren habt. Will die noch nicht jucken. Real Talk. Guck mal, ob Uni irgendein Statement dazu raus. Also ich muss sagen, ich habe Uni hatte ich auch auf Insta abonniert, den habe ich wieder deabonniert. Uni hat ein Video hochgeladen. Ich reagiere auf eure Kommentare für zum Beweisen der Geister. Warte mal ganz kurz, ich guck mal kurz. Ein Höschen an, also. Ja, ich will jetzt einfach nur mal ganz kurz gucken, was er da so zu sagen hat. Also wirklich, dass die Tür halt wirklich, dass man sagen könnte, okay, da könnte sich jemand hinter verstecken. So. Also selbst. Ja gut, er hat sich jetzt 2 Sekunden zuhören. Der hat sich die schwächsten Kommentare rausgesucht. Und du die jetzt halt argumentativ zerlegen. Ist auch nicht schwer. Weißt du, ich krieg deine Tür zum Wackeln. Ganz schnell. Ich hab mir deinen Fußboden angeguckt, irgendwie. Ja. Hab das hier gesehen. Das hat mir schon gereicht. Und dann habe ich gesehen, wie deine Tür scheppert. Ich kenne dieses Scheppern von Türen. Ich bin so aufgewachsen. Irgendwie, pass auf. Das ist der heftigste Beweis. Wie gesagt, ich habe mir das Video angeguckt. Ihr seht, ich habe es noch nicht mal fertig geguckt. Aus gutem Grund, weil mir ist es dann zu blöd gewesen. Folgendes passiert nämlich immer beim lieben Uni, selbst wenn er nicht zu Hause ist. Ich muss mal ganz kurz, also erstens, ganz am Anfang redet ein Medium. Ja, ein Medium. Und die hat Erfahrung mit dieser Gruselpuppe, die von Geistern besessen ist. Und jetzt gucken wir mal die Stelle, wo ihr das Geräusch, damit ihr das hört, okay? Okay, hier kommt das Geräusch. Gut. Die Tür wackelt im Schloss. Nichts. Das ist nichts weiter als das. Irgendwo war doch noch eine Szene. Hatte ich es doch komplett geguckt? Ja, ich hatte es doch komplett geguckt. Also hier. Wisst ihr, was passiert, wenn ich genau über der Tür, im Zimmer drüber, drunter, Nebenzimmer mich hinstelle und den da mache? Wisst ihr, was dann passiert? Aha, genau das. Ich kenne alte Häuser, ich bin in alten Häusern aufgewachsen. Genau das. Ich finde das gruselig, das ist überhaupt nicht null gruselig, null. Ich bin so aufgewachsen. Das ist, wenn du läufst, wenn du dich bewegst, shake your booty, baby. Diese Geräusche, dieses in Schloss klappern, das ist nicht gruselig. Das, mein Freund, das ist nichts anderes als irgendjemand, der in der Nähe steht und den hier macht. Das ist alles. Das ist alles, was da passiert. Legit. Ja? Er sagt, das ist echt. Er sagt, oh, ihr könnt alles testen. Er geht auch immer wieder hin. Hier, keine Fäden. Das ist kein Faden. Das ist kein Faden. So, und jetzt hat er irgendwie... Rausgehen können, hinter der Tür weggehen können, rausgehen können. Ja, er hat sich die schwächsten Kommentare rausgesucht, ne? Und hat quasi die schwächsten Kommentare genommen und zerfickt die jetzt. Ist ein bisschen krass, ne? Seht ihr das? Wieso sieht denn das hier so aus? Da wurde doch nicht mal irgendwann... Das wäre übrigens noch eine Möglichkeit, ne? Also, es gibt noch die Möglichkeit, dass man das hier ausbaut, das gesamte diese Tür zake, diesen ganzen Schloss, diese Einheit rausnimmt. Und dann könnte man theoretisch, kennt ihr von PlayStation 5 diese Vibratoren, die kannst du, wenn du ein bisschen Fummelarbeit machst, ne? Kannst du die halt ausbauen mit einem Empfänger. Ist gar kein Problem. Gar kein Thema. Kriege ich hier rein. Hinkriegen tue ich das. Gar kein Problem. Muss ich mal ein bisschen ausfräsen, hier oben und hier unten. Und dann kann ich das so reinstecken. Ne, nicht den ganzen Controller. Den alten Controller nehme ich auseinander, nehme nur die Platine, nehme den Vibratormotor und stecke den unten rein. Zack, habe ich das Geräusch. Ich habe dieses Geräusch 1:1. Luftzug reicht auch. Deswegen. Ne? Ich vergleiche jetzt auch gerne nochmal. Ja,
dann ist es schon sehr realistisch. Das ist es nämlich, dieses Geräusch. Klingt halt auch komplett anders. Ja, das ist... Wegen Durchzug und so hat nichts. Nein, nichts mit Durchzug. Er wird sich die schwächsten Kommentare genommen haben, um die jetzt halt zu beantworten. So, und bei Ungi ist genau das gleiche Problem wie Xander. Die wollen... Das ist das Problem. Das ist das Problem. So, ich habe den kennengelernt mit solchen Videos hier. Noch, ne, also so... schon länger. Man sieht es, dass ich den schon länger gucke. Ne? Seine ganzen, ich kenne tatsächlich alle Videos von ihm, ist kein Witz. Auch wenn das jetzt hier nicht irgendwie so angezeigt wird, aber ich kenne jedes einzelne Video. Und der hat vor ein paar Wochen angefangen, mehr hochzuladen. Scheinbar, weil er merkt, okay, läuft. Ne? Jetzt gerade läuft. Und ich hatte bei ihm kommentiert, yo, Ungi, find deine Videos geil, aber du hast halt deinen Weg noch nicht gefunden. Und das hat er überhaupt nicht verstanden. Und das ist einfach das, was ich meine. Er hat seinen Weg noch nicht gefunden, dass er einfach nur diesen Content durchzieht. Ja? Hier zum Beispiel die 100%iger Beweis für Geister, so Überschriften. Ne? Das ist so, lass das doch. Das ist doch kein 100%. Mach doch nicht so Überschriften. Ich finde ja die, wenn du den Familiennamen, ich habe den Familiennamen vergessen von dem Video, wenn du einfach die Horrorstory hinter diesem Bild, Junge, du hast so ein Thumb, so ein gutes, das ist so ein fucking guter Thumb, ne? Guck mal hier, die Geschichte der Familie Ward steht sogar im Thumb drinne. Dann hättest du hier reinschreiben müssen, die Gruselgeschichte hinter diesem Bild oder die gruselige Geschichte hinter dieser Familie. Und ich hätte dann auch trotzdem drauf geklickt, weil ich das super interessant gefunden hätte. Die Videos, Ungi, die habe ich nicht geguckt, weil du da Pfeile und Kreise gemacht hast und auch nicht wegen deinen Überschriften. Ich habe die nur geguckt, legit, nur, weil ich deine Videos actually ganz gut fand. Ja, auch diese Dear David-Geschichte fand ich ganz gut. Schade, dass du es nie aufgelöst hast. Ich habe es dann, glaube ich, gegoogelt und selber rausgefunden, dass der Dude gelogen hatte. Irgendwie sowas. Und wollte einen Film draus machen. Irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau. Und durch Ungi bin ich auch zu den Geisterakten gekommen. Weil Ungi hatte hier in dem Bereich noch richtige, so, wie nennt man das? Ja, der hatte so ein Ziel, ja, Prinzipien. Ja, der hatte hier so Prinzipien und er war sehr kritisch. Er war sehr kritisch, ne? Er hat, ja, das finde ich alles ein bisschen blöd und das ist unrealistisch. Und in irgendeinem Video hat er gesagt, ja, hier ist der Beweis, dass der und der voll am Lügen ist und dass seine Videos fake sind. Und das fand ich gut. Das fand ich toll, weil genauso bin ich ja auch. Also ich gucke ja auch, wenn ich was finde, was gefaked ist und es beweisen kann, dann würde ich es direkt publizieren, ja. Aber, oh, so ist es halt. Schade eigentlich. Also actually ganz, ganz, ganz schade, weil der Ungi hätte meiner Meinung nach viel Potenzial. Wie Xander-Stories, aber beide sind irgendwie, I don't know.